Hallo zu die Sterne im Januar 2022. Wir wollen uns die Zeitqualität für den Monat Januar anschauen und natürlich wie immer den Voll- und den Neumond unter die Lupe nehmen. Und dann wollen wir gleich mal schauen, was der Anfang des Jahres so bringt. Und zwar haben wir folgende Situation. Also ich habe jetzt hier erstmal den Sonnenaufgang am 1.1. gewählt. Das kann schon mal einen gewissen Einblick geben, wie sich die Situation zeigt und welche Themen betont sind. Die Sonne ist natürlich dann im Steinbock, das ist sie ja dann immer. Und bleibt das noch bis zum 20. Januar? Das heißt, wir haben dann immer so eine Betonung von Leistungswillen, von Reduktion. Also der Steinbock ist ja nicht umsonst in den Bergen. Also alles ist etwas karger. Die Natur hat auch ihre Blätter gelassen. Also es ist ja alles etwas trüber, dunkler. Und man arbeitet viel oder beschäftigt sich mit Beruf und Karriere, aber es ist halt auch eine Zeit der Askese und der Reduktion. Das Wesentliche, darauf reduziert sich quasi alles. Und es geht halt hier auch viel um Themen von Verantwortung und Belastung. Und dann haben wir die Venus noch rückläufig, auch im Zeichen Steinbock, also insgesamt hier noch eine Steinbock-Betonung, weil der Merkur ja auch noch drin ist. Und damit haben wir quasi auch in den Gedanken und in den Werten eine sehr starke Betonung. Und das bringt dann auch so eine Sparsamkeit und Effizienz, die hier das Ganze nochmal betonen. Und die Venus ist rückläufig und bleibt hier lange im Steinbock und dementsprechend, ja, kann es hier sein, dass bestimmte Werte nochmal überarbeitet werden in der Gesellschaft, hinterfragt werden. Oder dass es in den Finanzen nicht so vorangeht. Oder dass, ja, die Finanzen quasi zurückgehen in der Gesellschaft. Das natürlich sowieso. Also wir haben ja also maximale Betonung in diesem Jahr von Inflation. Besonders wenn der Jupiter dann in den Fischen, der ist ja bereits drin, aber dann auch besonders, wenn er den Neptun trifft, oder auch die Venus-Pluto. Venus ist ja dicht bei Pluto. Das ist halt auch immer eine ja, Information, die sagen kann, eine kosmische Information, die uns sagen kann, dass hier eine Wandlung des Finanzsystems angezeigt ist. Dann haben wir den Merkur rückläufig ab dem 14. Januar. Also der Merkur wird dann erst in den Wassermann eintreten und dann hier rückläufig werden und quasi dann erstmal also erstmal in der Rückläufigkeit sowieso. Verträge sind da immer ein bisschen schwieriger oder zeigt also hier Kommunikationsschwierigkeiten oder auch Terminverzögerungen. Auch in der Mobilität kann da was haken. Vielleicht hat man mit dem Auto Probleme, dass man da irgendwie was reparieren muss. Oder beim Fahrrad, das kann natürlich auch sein. Oder in irgendeiner Form, also die Mobilität kann da haken. Und ansonsten zeigt sich in der Rückläufigkeit, also solange im Wassermann rückläufig ist, also der geht bis zum 26. ist dann ab dann wieder, ist er dann im Wassermann und geht dann ab dann quasi zurück in den Steinbock. Und die Venus bleibt ja hier die ganze Zeit im Steinbock, aber der Merkur geht also, wie gesagt, ab dem 26. dann zurück in den Steinbock. Und der Merkur bringt im Wassermann in der Rückläufigkeit nochmal die Chance, gewisse Gruppendynamiken zu hinterfragen oder auch in Gemeinschaften zu schauen, ob man da noch reinpasst oder auch bei Freundschaften. Und ansonsten ist Wassermann ja auch Technikzeichen, dass es da vielleicht in der technischen Kommunikation nicht so funktioniert. Oder dass man im Computer Sachen vielleicht nochmal überarbeitet. Das sind immer so Dinge. Und wenn er dann in den Steinbock geht zum Ende des Monats in der Rückläufigkeit, dann kann es bedeuten, dass man hier vielleicht ja eine Arbeit bei der Arbeit nochmal was also quasi überarbeitet, nochmal über die Papiere geht oder vielleicht auch einen Vertrag kündigt bei der Arbeit oder eine Kündigung erhält. Oder ansonsten kann es auch sein, dass man sich einfach vielleicht auch mal Gedanken darüber macht, ob diese Arbeit noch Sinn macht und ob es nicht vielleicht mehr gibt als nur Arbeit. Also das sind natürlich auch so Sachen. Oder man macht sich über gesellschaftliche Prozesse nochmal Gedanken. Also das sind so einige Dinge, die hier eine Rolle spielen könnten.
Oder vielleicht auch, dass auch Ex-Kollegen hier nochmal eine Rolle spielen. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir eine Verbindung von Mars und Neptun in diesem Monat. Die ist exakt am 11. Januar. Und diese Spannung hier von Neptun und Mars, die kann besonders in diesem Zeitraum um den 11.1., also es wirkt immer so eine Woche, also ein paar Tage davor und danach, in der Zeit kann es halt zu verstärkten Fehlschlägen kommen oder Energieverlust, also dass man sich schlapp fühlt in der Vitalität, in der Energie. Oder dass es auch Entzündungen gibt, also hier, was die Gesundheit betrifft. Oder Auflösung das können natürlich auch sein, dass es hier Auflösungsprozesse gibt, die zusammenhängen mit der Injektion, dass das hinterfragt wird. Oder Unklarheiten. Unklarheiten, Neptun sind ja auch immer die Unklarheiten. Ansonsten steht das insgesamt auch für Täuschung bei Projekten oder Aktionen. Dann kann es auch eine verführerische Energie zeigen. Mars ist natürlich auch die Erotik. Und Neptun bringt immer so Rausch, Süchte. Und ansonsten kann es aber auch insgesamt also Betrug oder Kriminalität anzeigen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann geht die Sonne am 20. Januar in den Wassermann und bringt dann hier ja die Zeit der Veränderung der Revolution weiter voran. Was haben wir noch? Haben den Mars, der wechselt hier in den Steinbock am 24. Januar und bringt also hier im Schützen erst noch ja sehr, sehr enthusiastische Ziele oder Ziele, die im Zusammenhang oder Aktionen oder auch Auseinandersetzungen, die im Zusammenhang mit dem Ausland stehen oder mit Reisen. Und ab dem 24. Januar, wenn der Mars in Steinbock ist, dann sind die Ziele mehr auf Gesellschaft oder auch Kämpfe in der Gesellschaft angezeigt oder bezüglich Hierarchien, bezüglich der Arbeitssituation, dass man sich für die Arbeit einsetzt oder Arbeitskämpfe kann das natürlich auch anzeigen insgesamt. Was haben wir noch? Ja, die Venus sagte ich bereits, die ist ja rückläufig, die wird dann direktläufig Ende des Monats am 29. Das heißt, also für Finanzgeschichten oder auch für Beziehungen ist natürlich die Zeit, wenn die rückläufig ist, kann es sein, dass da die Kontakte, das kann natürlich auch mit der Kontaktreduzierung zusammenhängen, aber kann auch anzeigen, dass hier ja innerhalb von Begegnung und Beziehung es nicht so gut funktioniert und dann quasi ab Ende des Monats dann wieder leichter wird. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise noch zwei wichtige Dinge, und zwar hängen die beide miteinander zusammen. Und zwar wird der Uranus endlich wieder direktläufig. Und Uranus steht aber auch noch in Spannung hier zu dem, die rote Linie hier, die Spannung, der dynamische Aspekt zu Saturn. Diese Verbindung hier von Saturn und Uranus, die steht ja für den Kampf um die Freiheit und für Einschränkung der Freiheit. Also Saturn schränkt ein, Saturn prüft und Saturn sind auch die staatlichen Reglements und Uranus ist die Befreiung, die Unabhängigkeit, die Veränderung. Und die Veränderung von Systemen erleben wir ja weltweit, ist auch das Thema von 2021 gewesen. Das nimmt jetzt glücklicherweise langsam ab. Also beziehungsweise Veränderungen sind schon notwendig, aber diese Freiheitseinschränkungen dürften abnehmen. Und weil die beiden Planeten auseinandergehen und der Uranus wird halt so jetzt quasi am 18. Januar wieder direktläufig und bringt dann wieder mehr positive Kraft für Veränderungen. Dann geht es auch mehr in diese Richtung von Freiheit und Revolution. Also der Uranus war ja rückläufig, das heißt, das konnte nicht so gut funktionieren, aber in der Direktläufigkeit gibt das wieder mehr Energie, also hat der Planet wieder mehr Kraft und dann dürfte die Revolution hier viel stärker vorangehen. Also das sind hier so einige Punkte, die ganz interessant sind. Natürlich auch noch der Jupiter, der gerade hier in die Fische reingegangen ist und der hier sehr viel ja, Energie gibt, und sehr viel, viel Hoffnung und spirituelle Kraft und auch Empathie. Und natürlich aber auch viel, viel Unklarheiten im Zusammenhang, also eine Fülle an, Pharma, also noch Erfolg für die Pharmazie, also das kann, weil die natürlich auch hier den großen Reibach machen, aber es bringt auch globale Illusionen, globale Unklarheiten und globale Sehnsüchte, aber wie gesagt auch viel spirituelle Kräfte. Das ist natürlich die große Chance. Das erstmal einige Punkte. Ach so, genau, das wollte ich auch noch ganz kurz ansprechen. Und zwar sehe ich das hier gerade. Der Mondknoten steht hier mit Admetus. Das zeigt und ist auch in Spannung hier zu Jupiter. Und das zeigt hier,
Handelsstillstand und besonders auch in Verbindung mit dem Ausland, dem Großhandel. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant. So, dann schauen wir hier mal auf den Neumond. Und zwar haben wir einen Neumond hier am 2. Januar gleich, also gleich zum Start des neuen Jahres, gehen wir hier mit neuen Kräften ja, in den Monat, in das Jahr. Und dieser Neumond hier im Steinbock, der bringt Neuanfänge, die, beziehungsweise auch neue Vorsätze dann natürlich, die man ja zum Neujahr auch häufig setzt, aber die hier auch wirklich eine Substanz haben. Denn im Zeichen Steinbock, da hat man viel Ausdauer und Disziplin. Also die Chance hier für wirklich erfolgreiche Neuanfänge ist hier groß. Und diese Neuanfänge sind auch sehr selbstbewusst, werden die angegangen mit einem Löwe-Aszendenten. Also das heißt, hier möchte man wirklich eine neue Veränderung im Leben haben. Der Neumond findet hier auch statt, für Berlin berechnet, also das ist als Hauptstadt hier für den deutschen Bereich. Also ist es natürlich für alle Länder, ist das hier ein Neuanfang, der sehr viel Substanz hat in Steinbock. Aber hier für den Bereich Deutschland ist es besonders hier ein Neuanfang im Leben und ein Neuanfang, der vielleicht auch oder auch für Selbstständigkeiten ein guter Zeitpunkt. Kann auch ein neues Kapitel für Kinder bezeichnen oder für Kreativität und also für alles, was so ins Leben kommen möchte, auch für die Liebe und oder für Affären und für ja, Hobbys und Sport auch. Also in diesen Bereichen sind hier und als insgesamt also quasi auch für die Lebensfreude ist hier ein neuer Anfang angezeigt, der natürlich auch ein bisschen mit Einschränkungen zu tun haben kann. Wäre ja auch ein Wunder, wenn das sofort wieder alles ganz frei wäre, aber das ist halt einfach hier so ein Punkt, dadurch, dass natürlich diese Steinbock-Qualität immer so mit Blockaden auch verbunden ist und mit Prüfungen, also quasi ein steiniger Weg, der aber viel Substanz bietet. Was können wir noch sagen zu dem Neumond? Ja, das Ergebnis hier ist im Zeichen Stier. Also auch wieder sehr, also auch wieder eine Erdbetonung. Und Stier als Erdzeichen steht ja für Werte und Sicherheiten. Also es geht hier um Körperliches, um Sicherheiten, um Finanzen auch, Materielles. Und die Venus ist hier am Arbeitsplatz als Herrscherin zusammen mit dem Asteroid Slaven. Also es geht hier ja, Sklaverei an der Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz, in der Arbeit, im Alltag. Und die Venus ist hier rückläufig, also dass man hier quasi über die Werte quasi nochmal nachdenkt, oder über die Situation. Also ist quasi hier die Einschränkung als in der Sklaverei. Das ist hier so eine Situation. Und dann haben wir den Uranus hier dicht am NC und der beschreibt hier auch die großen Veränderungen der Werte, große Veränderungen in den Finanzen und zeigt hier auch also die große Chance für die Revolution, für Unabhängigkeit. Das Ganze natürlich weiter hier in Spannung mit dem Saturn. Das heißt hier, die Regierung, die staatlichen Reglements sind hier massiv unter Druck. Die Justiz ist hier am absteigenden Mondknoten, also rechtliche Geschichten sind hier auch mit Jupiter als Justizplanet. Also Jupiter und Saturn sind ja beides Justizplaneten. Jupiter ist quasi hier die Gerechtigkeit und Saturn sind die Gesetze. Und beide stehen hier quasi in wichtigen Spannungsaspekten. Der Jupiter ist ja in Spannung hier zum Mondknoten mit Admetus, das hatte ich ja eben gesagt, also Hemmung und Stillstand zeigt der Admetus häufig an und zeigt hier also wirklich Herausforderungen mit der Justiz an und mit dem Handel. Und der Saturn, also die Einschränkungen sind hier in Spannung zu Coronis. Also wir haben hier immer noch diese Virusgeschichte, die hier auch ja, verrückte Einschränkungen bringt. Uranus ist jetzt das Zeichen des Verrückten, des Irrsinns auch oder des Überraschenden, des Plötzlichen und bringt aber auch Verantwortung, die hier im Zusammenhang steht mit der Krankheit. Und da dürfte es hier ja Herausforderungen geben. Und auch die Revolution ist hier in der Öffentlichkeit natürlich mit dem Uranus und die Unzufriedenheit ist angezeigt.
Dann haben wir den Pluto hier, der das Volk symbolisiert, hier zusammen mit der Venus und auch dicht bei Merkur. Das heißt hier, es gibt sehr viel Gesprächsbedarf. Die Werte in der Bevölkerung werden hier überprüft. Ja, was haben wir noch zu sagen? Ja, Fortuna hier als Asteroid hier an der Finanzhausspitze zeigt mir natürlich, dass hier sehr, sehr schicksalhafte Entwicklungen im Finanzsektor sich abzeichnen. Also wieder viele interessante Dinge. Und dann habe ich nochmal das Tarot gefragt, worum es hier denn gehen könnte. Und da habe ich hier die Karte, die Königin der Stäbe, erstmal bekommen. Also worum geht's? Um Selbstverantwortung, um Selbstbewusstsein, um Souveränität. Das ist auch immer ja, Selbstverantwortung und auch so dieses, das ist natürlich diese königliche Löwe-Energie, die wir ja hier mit dem Aszendenten im Löwen angezeigt haben. Also es kann natürlich auch individuell um eine selbstbewusste Frau vielleicht gehen, um eine selbstbewusste Person. Aber für das Kollektiv geht es hier also quasi um die Selbstverantwortung, um selbstbewusstes Handeln. Und genauer erklärt ist hier dann, oder als zusätzliche Info habe ich hier die Neun der Schwerter. Das ist eine Karte, die steht für so ein Gedankenkarussell oder Sorgen und Reue und Schuldthemen. Also diese Selbstverantwortung hat mit eigenen Verschulden zu tun. Also dass man quasi in die Selbstverantwortung kommt. Und das ist natürlich auch die Aufgabe des Kollektivs. Oder wir sind ja auch in einer traumatisierten Gesellschaft oder also auf der gesamten Welt. Deswegen haben wir ja diese ganzen Geschichten, die uns in den Rückzug zwingen, um wieder gesund zu werden. Und diese Selbstverantwortung, die ist also dringend notwendig, um dieses Trauma oder dieses Selbstbewusstsein auch. Dann hat man ja selbst die Verantwortung und kommt in seine Kraft, statt dass man die Kraft auf andere überträgt und quasi sich dann abhängig macht. Also und bei Abhängigkeit, da sind wir auch gleich schon bei der Karte hier, die den Ausblick hier zeigt, Königin der Schwerter. Das ist die Karte für den Ausblick und die zeigt Unabhängigkeit. Also selbstbewusstes, unabhängiges Handeln und auch Denken und zeigt auch so das Streben nach Erkenntnissen, also die Sinnfrage. Und wir sehen ja auch hier oder haben ja gesehen bei dem Horoskop des Neumondes, dass das Ergebnis hier der Stier-MC ist zwar eine Erdenergie, aber da steht ja der Uranus dabei und der wird hier beschrieben mit der Karte, denn hier geht es hier um die Unabhängigkeit. Und dann haben wir noch einen Vollmond am 18. Januar, einen interessanten Vollmond. Dieser Vollmond findet statt im Krebs, Ende vom Krebs. Also in der letzten Krebsdekade und dann geht es um einen Abschluss oder einen Höhepunkt, also quasi um den Zenit von Gefühlen, die natürlich im Krebs auch sehr stark sind, sehr, sehr, also es ist zwar eine sehr introvertierte Energie eher, aber es ist auch sehr tiefgehend, also es ist eine ganz, ganz starke Gefühlskraft, die sich hier zeigen möchte und die ja in der letzten Dekade vom Krebs, in der Fische-Dekade stattfindet. Das zeigt also hier eine starke Sehnsucht und Illusion vielleicht auch oder ja, eine unklare Energie möglicherweise auch. Und dieser Mond findet hier statt im Bereich der Ideologie des Glaubens. Also man weiß vielleicht nicht genau, woran man glauben soll oder hat eine starke Sehnsucht nach Gerechtigkeit oder auch nach dem Reisen, nach einer Flucht vielleicht auch. Das sind auch so Fluchttendenzen möglicherweise. Und der Aszendent befindet sich hier im Zeichen Waage. Also es geht hier um Beziehungen, um Kontakte. Und die Venus befindet sich ja hier im Steinbock weiterhin rückläufig, eingeschlossen. Das heißt, es geht beim Vollmond auch um Kontaktreduzierung oder um Finanzen, die man vielleicht nicht so rankommt. Rückläufig und eingeschlossen die Venus, also da kommt man nicht gut in den Kontakt, beziehungsweise also Beziehungen oder die Liebe ist vielleicht auch hier nicht so greifbar. Finanzen im Handel sind eingeschränkt, also sind quasi maximal eingeschränkt.
Also sehr schwierige Situation. Der Mars an der Spitze vom dritten Haus zeigt hier, man kämpft für den Handel. Also der Handel kämpft, so rum vielleicht auch. Oder man kämpft oder verbalisiert alles sehr kämpferisch. Also das heißt, eine Artikulation, die hier sehr, sehr impulsiv auch stattfindet. Und ja, die Sonne steht zusammen mit Pluto bei diesem Vollmond. Das heißt, es gibt hier auch die Krise in der Regierung, Sonne, oder bei männlichen Energien. Also weibliches steht in Spannung zu männlicher Macht oder männlicher Manipulation vielleicht auch. Also Machtmissbrauch in der Regierung auch. Das wäre hier auch eine Thematik. Und auch noch sehr interessant hier der Mondknoten. Der steht nämlich hier zusammen mit Admetus weiter. Also Stillstand in Beziehung oder vielleicht steht die Gemeinschaft auch still. Also da fallen mir die Spaziergänge ein. Also sie sind ja hier im Bewegungszeichen Zwillinge. Aber das sind quasi die Montagsspaziergänge oder auch an anderen Tagen findet das ja statt. Aber das ist hier so eine Situation. Aber interessant ist auch, also Mondknoten zeigt halt immer Gemeinschaften. Und Augeas ist hier auch mit dabei, der Asteroid, und der steht für Korruption, politischen Missbrauch und also schicksalhafte Korruption, die jetzt hier quasi in den Stillstand kommt. Und die Justiz steht hier im absteigenden Mondknoten, also quasi das Karma schlägt zurück, könnte man sagen. Und beides ja hier in Spannung natürlich zum Mondknoten hier, also die Mondknotenachse in Spannung zum Jupiter. Und das heißt hier global ist es hier eine Geschichte gegen die Korruption. Sehr interessant, ich finde. Was haben wir noch zu sagen bei dem Vollmond? Ja, der Neptun, der ist hier in Spannung zum dunklen Mond. Das kann jetzt zeigen, dass man hier ja eine Unzufriedenheit bringt. Also Unklarheit bringt viel Unzufriedenheit. Das wäre hier so eine Interpretation. Ja, das soweit dazu. Da habe ich auch nochmal das Tarot. Achso, das Ergebnis noch, genau, das wollen wir nicht unterschlagen. Das Ergebnis des Vollmondes ist hier im Löwezeichen und ist ja, wie gesagt, die Sonne als Herrscher des Löwen mit dem Pluto zusammen. Das heißt hier, das Ergebnis ist die Krise in der Regierung. Das Ergebnis ist hier eine Transformation in der Gesellschaft. Das Ergebnis ist die Wandlung im Beruf oder in der Gesellschaft oder bei väterlichen Figuren vielleicht auch. Ja, und dann habe ich noch das Tarot befragt, nochmal wieder. Und worum geht es hier? Es geht hier um 9 der Münzen, ist eine Karte, die steht für Reichtum und Selbstwert, aber auch Unabhängigkeit. Also man ist mit sich selbst zufrieden. Es ist auch so eine klassische Single-Karte vielleicht. Also individuell kann es sich für den einen oder anderen anzeigen, dass hier quasi ein Abschluss, ein emotionaler Abschluss stattfindet. Fürs Kollektiv, und also wo das Individuum in den Selbstwert wiederkommt. Und für das Kollektiv sehe ich das auch so mit dem Selbstwert, dass quasi die gesamte Gesellschaft wieder in die Eigenverantwortung kommt und das auch wertschätzt. Also das ist hier sehr, sehr wichtig, also diese Unabhängigkeit. Und vielleicht kann es auch für den einen oder anderen finanziellen Reichtum anzeigen. Also, dass man hier doch quasi einen erfolgreichen finanziellen Weg einschlägt. Und dann als Klärungskarte habe ich hier die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin steht für Glauben, Vertrauen und auch ist eine Karte für Seelenverwandtschaft und kann also hier mit dem Wert zusammenhängen. Also, dass man quasi den Selbstwert erfährt, über Glauben, über Vertrauen oder quasi in der Beziehung zu seinem Seelenpartner. Und als Ausblick habe ich hier wieder Königin der Stäbe, so schließt sich quasi der Kreis, weil wir bei dem Neumond die als erste Karte hier als Hauptkarte die Königin der Stäbe haben und hier quasi als Karte des Ausblicks für den Vollmond. Fand ich ganz interessant, dass sich das quasi dann wieder so abrundet alles. Und diese Karte steht ja, wie gesagt, für Selbstverantwortung und Souveränität und ist aber mehr so eine feurige Selbstverantwortung. Und hier die 9 der Münzen ist quasi so eine geerdete Form, also so eine ruhige Art. Und hier brennt wieder das Feuer, beziehungsweise hier kommt man in seine Kraft und steht hier
also kommt quasi in sein Selbstbewusstsein, ins Feuer wieder, in die Lebenskraft. Es ist aber auch eine Karte, die eine weibliche Frau zeigen kann, die ja, die ein großes Selbstbewusstsein hat und und vielleicht so eine Amazonenkraft. Also das könnte natürlich individuell auch möglich sein. Das zu dem Vollmond. Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, das konnte dir hier ein bisschen Einblick und Hilfe geben für den Januar. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Mein Angebot findest du auf apolloastro.de, kann ich nur jedem wirklich ans Herz legen. Das ist wirklich eine sensationelle Unterstützung und Lösungshilfe, ja, wenn man die Sterne individuell besonders anschaut. Und dort kann man mich gerne über das Kontaktformular anschreiben und dort findet man mein Angebot. Ansonsten kann man mich dort auch über den Newsletter, also quasi den abonnieren und dort bekommt man die wöchentlichen Tendenzen für die Allgemeinheit. Und hier drunter gibt es auch noch den Link zu Facebook und so ein paar Videolinks. Ja, dann wünsche ich einen guten Januar und einen guten Start ins 2022. Tschüss.